Im Laufe unseres Lebens treffen wir alle unzählige Entscheidungen. Manche von diesen Entscheidungen sind eher unwichtig und unbedeutend, wie zum Beispiel, welche Müsli-Sorte wähle ich beim Einkaufen? Und dann gibt es noch etwas wichtigere Entscheidungen, wie zum Beispiel, sollte ich meinen Job kündigen und mir einen anderen suchen, weil ich bei der Arbeit unzufrieden bin? Oder sollte ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammenziehen oder den oder die vielleicht sogar heiraten oder mich von ihr trennen oder ihm trennen? Und dann gibt es aus meiner Sicht noch etwas wichtigere Entscheidungen, wie zum Beispiel, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Wonach will ich mich richten? Worauf will ich bauen, wenn alles andere zusammenbricht? Was sind die Dinge, die für mich wirklich zählen? Und das ist auch eins von den Themen, die in Coachings immer wieder vorkommen. Und dieses Thema Entscheidungen treffen will ich in diesem Video mal aus ein paar Perspektiven beleuchten. Nämlich zum einen, wenn es um diese Entscheidungen geht, die ich eben genannt habe, wie soll ich mich von meiner Partnerin trennen oder meinem Partner oder sollte ich mir jemand Neues suchen oder zusammenziehen oder ja, beruflich mich irgendwie verändern. Und da erlebe ich ganz oft, dass die Leute sich selbst einen sehr großen Druck machen, weil sie sagen, oh, ich muss da die richtige Entscheidung treffen. Und ein Coaching ist dafür hervorragend geeignet, weil man das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Und ein Aspekt ist dann, der je nach Situation ganz hilfreich sein kann, dass man einfach mal sich vor Augen führt, dass es in solchen Fällen meistens keine eindeutig richtige und nur ausschließlich richtige Entscheidung gibt. Denn das ist etwas, was ich oft erlebe, dass die Leute sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt die eine richtige Entscheidung treffen und ja, die eine ist sozusagen der Weg ins Himmelreich und die andere Entscheidung wäre dann das sichere Verderben. Ja? Und das hinterfrage ich dann häufig, und das empfehle ich Ihnen auch, dass Sie sich also vor Augen führen, dass es in gewisser Hinsicht wahrscheinlich nicht so wichtig ist, wie Sie sich entscheiden. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, aber diese Entscheidungen sind nicht so relevant für das Glück und für die Zufriedenheit in Ihrem Leben. Wir erliegen häufig dieser Täuschung, dass wir sagen, okay, wenn wir im Außen, wo ich den Job und die Partnerschaft zuzähle, wenn da alles perfekt läuft, dann werde ich glücklich und zufrieden sein. Das ist aber nicht der Fall. Ja, das kann dazu möglicherweise beitragen, aber ja, die Umstände müssen nicht perfekt sein, damit Sie Ihren Weg gehen können und damit Sie glücklich und zufrieden sind. Das heißt, für das, was im Leben wirklich zählt, sind diese Dinge gar nicht so wichtig. Natürlich ist es auch nicht vollkommen unwichtig, aber es ist keine Entscheidung auf Leben und Tod in den meisten Fällen. Und es ist, je nachdem, wie Sie sich entscheiden, gibt es für jede Entscheidung wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Und wenn Sie dann sich für Variante A entschieden haben, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ich trenne mich von meiner Partnerin, dann werden Sie in einem Jahr rückblickend höchstwahrscheinlich nicht nur gute und nicht nur schlechte Dinge erfahren haben. Oder umgekehrt, wenn Sie sich für Variante B entscheiden und ich bleibe bei meiner Partnerin, dann wird das genauso sein. Dann werden Sie in einem Jahr auch nicht sagen, ja, das war jetzt alles total super oder das war eine einzige Katastrophe. Es gibt, wie das nun mal so ist im Leben, es gibt immer gute und schlechte Dinge. Und keine Entscheidung ist sozusagen nur hundertprozentig richtig. Und ja, das ist etwas, was sehr hilfreich ist, wenn man sich das vor Augen führt. Dass man sagt, ja, es ist nicht so wichtig, wie ich mich entscheide. Ja, schön, ich treffe eine Entscheidung, nämlich die sich für mich am richtigsten anfühlt. Und ja, das mache ich dann und dann werde ich ja sehen, wie es wird. Und das wird nicht, ja, das wird nicht, wird auf keinen Fall katastrophal verlaufen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so verläuft. Andererseits wird es aber auch nicht alles rosa Sonnenschein sein, sondern ja, wie das halt nun mal im Leben tatsächlich so ist, es gibt gute und schlechte Dinge, die einem dann auf diesem Weg widerfahren. Das wäre aber auf dem anderen Weg genauso gewesen. Das heißt, wenn Sie vor vermeintlich wichtigen Entscheidungen stehen, sagen Sie sich einfach, so wichtig ist das alles nicht. Also ich treffe jetzt eine Entscheidung, aber ja, so wichtig wird das nicht sein. Ein weiterer Aspekt dabei, gerade wenn es jetzt um einen beruflichen Wechsel zum Beispiel geht, ist, dass diese Entscheidungen auch nicht bis ans Lebensende gelten müssen. Wenn Sie jetzt nicht kurz vor Ihrer Pension stehen, wird das höchstwahrscheinlich nicht der letzte Job sein, den Sie machen. Das heißt, selbst wenn Sie dann nach ein paar Monaten merken, also wenn Sie sagen, okay, ich wechsle meinen Job und dann merken Sie nach ein paar Monaten,
ja, das ist irgendwie auch nicht das Richtige und das ist ja noch schlechter als vorher, dann können sie sich halt wieder neu entscheiden, können sich wieder neu irgendwo anders bewerben. Natürlich ist das auch nicht so leicht und ist auch nicht so super, wenn man im Lebenslauf irgendwie 10 Jobwechsel hatte und die maximale Anstellungszeit irgendwie nur 6 Monate waren. Aber das ist keine Entscheidung auf Leben und Tod. Ja? Also es ist dann keine Entscheidung, die vollkommen unumkehrbar wäre und bis in alle Ewigkeit gelten müsste. Und genauso ist es auch bei einem neuen Partner oder bei einer neuen Partnerin. Ja? Wenn sie dann sagen, okay, ich verlasse meinen Partner oder meine Partnerin und bin dann jetzt erstmal wieder Single, das hat auch seine Vorteile, hat auch seinen Charme. Und darüber hinaus müssen sie es nicht bis in alle Ewigkeit bleiben. Also auch da gibt es wieder neue Perspektiven und sie können sich wieder neu entscheiden. Also bis hierhin die 2 Dinge. Erstens, die Entscheidung ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie Sie glauben. Und das Zweite ist, sie ist höchstwahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit und nicht vollkommen unumkehrbar. Direkt daran anknüpfend, ein weiterer Aspekt, der dann noch mit zugehört, ist, dass es etwas Gutes ist, dass Sie sich denn überhaupt entscheiden können. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Partnerschaft. Sie wollen sich von Ihrer Partnerin trennen und wissen nicht, ob Sie es machen sollen oder nicht. Diese Entscheidungsmöglichkeit hatten Sie nicht immer. Also noch vor 100 oder vor 200 Jahren wäre das, je nach Klasse, in der Sie auch gelebt haben, wäre das möglicherweise Ihr gesellschaftlicher Ruin gewesen. Ja? Oder Ihr Seelenheil hätte davon abgehangen, dass, ja, oder Ihre Stellung in der Gesellschaft, wobei das meiner Meinung nach nicht viel gelten sollte, aber es war nicht so unproblematisch, wie das heute war. Ja? Wenn Sie vor 200 Jahren sich haben scheiden lassen, dann bedeutete das, Sie verbringen ihr Leben mehr oder weniger als Ausgestoßener der Gesellschaft und kommen in die Hölle. Ja. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch erscheinen, aber damals war das Realität. Wir leben jetzt auch in teilweise komischen Realitäten, die wir nicht so durchblicken. Jedenfalls, damals gab es, oder auch heute noch in anderen Völkern oder in anderen Kulturen besser, ist es nicht so ohne weiteres möglich, sich von jemandem, mit dem man zum Beispiel verheiratet war, scheiden zu lassen. Oder mit jemandem überhaupt zusammen zu sein, mit dem man nicht verheiratet ist. Oder auch berufliche Wechsel waren in vielen Zeiten und in vielen Ländern ist es nicht so ohne weiteres möglich. Zum Beispiel, wenn Sie mal an so das Klassensystem oder das Kastenwesen in Indien denken, da ist es nicht so ohne weiteres möglich, das mal eben hin und her zu wechseln, wie das in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit der Fall ist. Das heißt, viele von diesen Entscheidungen erscheinen uns so, ja, das fühlt sich nicht gut an, so, oh, ich muss mich entscheiden. Eigentlich ist das was Gutes. Sagen Sie anstelle von, ich muss mich entscheiden, Sie dürfen wählen. Ja, Sie haben die Wahlmöglichkeit, das ist doch total super. Natürlich hat das auch seine Grenzen, denn wenn Sie zum Beispiel die Wahlmöglichkeit aus 50 verschiedenen Müslis haben beim Einkaufen, dann ist das auch eine Entscheidung, also dann ermüdet das auch. Denn viele Entscheidungen zu treffen, ist auch anstrengend für uns. Und deswegen sollten wir auch immer unsere Entscheidungen klug wählen, wo wir wirklich eine abgewogene Entscheidung treffen wollen oder wo wir einfach irgendwas nehmen. Ja, beim Müsli zum Beispiel. Von wegen so, ja, das sieht gut aus. Ich vergleiche jetzt nicht noch die 49 anderen Müsli-Sorten, sondern das scheint zu schmecken, ist das drin, was ich will, nehme ich, gut genug. Und ja, bei anderen Entscheidungen, die etwas wichtiger sind, wie zum Beispiel, bleibe ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammen oder eben nicht, da können Sie die Sache schon etwas mehr in Ihrem Innern hin und her bewegen. Es aber mehr sehen, nicht im Sinne von, ich muss mich entscheiden, sondern ich habe die Wahlmöglichkeit. Und das kombiniert mit den beiden anderen Dingen, die ich vorher genannt habe, nämlich, ich habe die Wahlmöglichkeit und egal, wie ich mich entscheide, es gibt da keine eindeutig richtige und eindeutig falsche Entscheidung und jedes wird irgendwo seine Vorteile haben und gleichzeitig wird die Entscheidung wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit gelten müssen. Wozu ich Sie hierbei ermutigen will, ist, dass Sie dieses Thema etwas entspannter angehen, dass Sie sich selbst nicht so einen Druck machen, was solche Entscheidungen angeht. Es gibt wichtigere Entscheidungen als diese, nämlich zum Beispiel, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben, aber auch diese müssen nicht, ja, da ist kein zeitlicher Druck hinter und das kann man immer wieder mal neu hinterfragen und sollte man auch immer wieder neu hinterfragen, also sich selbst mal reflektieren und zu schauen, okay, was ist mir denn aktuell in dieser Phase wirklich wichtig in meinem Leben? Alle diese anderen Entscheidungen, die sich auf dieser Ebene der Form abspielen, also in dieser Welt des Spiels, wie ich es auch manchmal nenne, ja, die sind nicht völlig unrelevant, ja, verstehen Sie mich recht, das ist nicht völlig egal, was Sie da machen. Und es ist auch gut, dass wir
entschieden und selbstbestimmt und selbstverantwortlich leben. Verstehen Sie mich da recht? Ja, es geht nicht so darum, dass Sie einfach sagen, ist ja eh alles Wurst, ist ja eh alles egal, was ich mache. Nur, das ist zumindest mein Eindruck, viele machen sich da halt unnötig Druck und sagen von mir so, davon hängt jetzt mein Leben ab und das macht das alles so ernst und alles so starr und alles so unglaublich wichtig, und als wenn das Wichtigste überhaupt wäre. Und das ist es in den meisten Fällen nicht. Gehen Sie es also etwas entspannter und etwas gelassener an. Und ja, manche Entscheidungen treffen sich auch mehr oder weniger von selbst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich auch manchmal gemacht habe. Natürlich ist es gut, sich immer aktiv für Dinge zu entscheiden. Bei manchen ist aber die Zeit noch nicht gekommen. Ja, manchmal trifft die Entscheidung sich mehr oder weniger selbst, wenn die Zeit gekommen ist, durch Sie. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell oder philosophisch. Kann aber möglicherweise hilfreich sein, wenn Sie sich selbst unter Druck setzen mit Dingen, wo Sie sagen, da muss ich mich jetzt für die eine oder andere Sache entscheiden. Was auch noch wichtig ist, seien Sie bei dieser ganzen Sache offen für Überraschungen. Denn häufig, wenn man zwischen zwei Alternativen wählen kann, dann übersieht man, dass es häufig noch zig andere Alternativen gibt, die irgendwo dazwischen liegen. Oder dass es auch noch völlig anders kommen kann, als Sie sich das vorgenommen haben. So ist es ja häufig im Leben. Sie sagen so, ja, jetzt gehe ich den Weg und irgendwie funktioniert es dann doch nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. So ist es zumindest mir schon oft gegangen. Und das war dann meistens auch, eigentlich war es immer gut, wie es gekommen ist. Denn darum geht es ja, das Beste aus dem machen, was dann sozusagen kommt. Für dieses freie und selbstbestimmte Leben ist es jedoch wichtig, sich auch immer klar zu machen, dass Sie bei fast allen Dingen die Wahlmöglichkeit haben. Und da will ich auch noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Es ist also nicht nur bei den Müsli-Schachteln eine Entscheidungsmöglichkeit gibt, sondern auch grundsätzlich, wie Sie leben wollen. Denn viele fühlen sich dann so als Opfer der Umstände und sagen so, ja, ich würde ja eigentlich gern, aber ich kann ja nicht. Ich würde gern auswandern und auf Hawaii eine vegane Currywurstbude aufmachen. Ja, das können Sie. Also, Sie können es zumindest versuchen. Ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber theoretisch könnten Sie Ihre Zelte abbrechen, versuchen nach Hawaii auszuwandern und versuchen eine vegane Currywurstbude aufzumachen. Das ist ein reales Szenario. Natürlich hat das Grenzen, habe ich auch in einem anderen Video erwähnt, ja, die Grenzen, wo man sie verschieben kann und wo man sie überwinden kann. Aber das ist mir hier an dieser Stelle nochmal wichtig, dass wir halt tatsächlich viele Grenzen überwinden können oder verschieben können und es wichtig ist, uns auch außerhalb unserer eigenen Komfortzone zu bewegen. Dass wir tatsächlich die Wahlmöglichkeit bei sehr, sehr vielen Dingen haben und ja, dass wir uns dessen auch immer bewusst sind, dass alles halt nur einen Preis hat. Ja, es ist sehr hilfreich, für sich mal zu reflektieren, okay, was würde ich denn eigentlich gern machen, wenn ich zum Beispiel alle Zeit der Welt hätte, alles Geld der Welt hätte und ich überhaupt keine Verpflichtungen hätte? Und sich dann jeweils fragen, okay, was ist der Preis dafür? Ja, was wären dann die Konsequenzen? Das führt dann zu sehr viel mehr Selbstbestimmtheit. Auch da gibt es ein Video, eines der ersten, die ich gemacht habe, wo ich darauf eingehe, dass wir ganz häufig sagen, dass wir Dinge tun müssen und dass das in den meisten Fällen nicht zutreffend ist, sondern dass das Sachen sind, die wir wollen und nicht müssen. Wenn wir sagen müssen, geben wir Verantwortung ab und ja, fühlen uns halt als Opfer der Umstände und sind nicht der Lenker unseres eigenen Lebenschefs. Und wir haben die Möglichkeit, sehr viel frei zu entscheiden. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit oder die Verantwortung dafür, wie wir selbst die Welt sehen, wie wir die Welt wahrnehmen, und das können wir verändern. Und wie wir die Dinge erleben, können wir sogar auch verändern. Oder wir können verändern, wie zufrieden und wie glücklich wir sind mit dem, was wir haben oder mit dem, was uns begegnet. Ein Hinweis an dieser Stelle, das Ganze gilt nicht für Leute mit klinischer Depression. Ja, da ist das nicht so ohne weiteres möglich. Das ist ein wichtiger Warnhinweis an dieser Stelle. Also wenn Sie jemanden kennen, der depressiv ist, ja, dann sagen Sie nicht von wegen, das ist ein Video, das musst du dir mal angucken. Ja, bist ja selber schuld nach dem Motto. Bitte nicht. Es kann also sehr hilfreich sein, sich auch bewusst dafür zu entscheiden, in der Situation, in der Sie sich befinden, zu bleiben und zu sagen, okay, mir ist der Preis dafür zu hoch. Also, ja, also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, an anderen Orten auf der Welt zu leben. Ich habe schon viel gesehen von der Welt und also ich könnte mir schon vorstellen, nach Hawaii auszuwandern. Aber ich will es nicht wirklich, weil mir der Preis dafür zu hoch ist. Weil ich zum Beispiel Dinge habe, die ich nur hier machen kann, die mir wichtig sind. Oder weil ich Personen in meinem Umfeld habe, die ich nicht mitnehmen
könnte oder wollte nach Hawaii. Das heißt, ja, es ist nicht für mich die Entschuldigung, dass ich sage von mir so, ja, eigentlich würde ich ja gerne nach Hawaii auswandern, denn da ist es sehr schön, da war ich schon mal. Und da ist ja das Leben ganz wunderbar und das würde ich eigentlich gerne machen, aber ich kann ja nicht. Doch, ich kann. Ich will nur nicht. Ich will nur deswegen nicht, weil der Preis mir dafür zu hoch wäre. Ich will die Konsequenzen nicht zahlen. Und wenn ich dieses gedankliche Experiment einmal durchgegangen bin, bin ich auch viel glücklicher damit, dass ich nämlich hier bin und nicht in Hawaii. Denn da wären halt andere Dinge wieder, wo ich halt nicht bereit wäre, den Preis dafür zu bezahlen. Und so ist es bei sehr vielen Dingen in unserem Leben. Und dazu will ich Sie also hier auch noch ermutigen, dass Sie alle diese Träume, die Sie haben, mal wirklich durchgehen und sich wirklich fragen, okay, was würde das bedeuten? Was müsste ich dafür ausgeben? Also was müsste ich dafür bezahlen? Welche Konsequenzen hätte das? Und ja, wären das nicht Konsequenzen, die ich tragen will oder die ich tragen könnte? Und dann, ja, warum machen Sie es dann nicht? Das ist ja auch wahrscheinlich wieder keine Entscheidung bis zum Rest Ihres Lebens. Also, ja, da kann also durchaus rauskommen, dass Sie sagen, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum mache ich mich zum Beispiel nicht selbstständig und habe zwar einen sicheren Job, aber ja, die große Wohnung oder das große Haus, was ich habe, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Und ja, ich habe zwar eine Freundin oder einen Freund oder Partnerin oder Ehepartner, aber dem wäre das wär für den auch okay, wenn wir eine kleine Wohnung ziehen. Dafür könnte ich mich selbstständig machen, hätte dann mehr Zeit, wahrscheinlich. Oder ich will auswandern. Ne? Ja, ist das eine realistische Option? Also was müsste ich dafür bezahlen und wäre ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und das kann also, wenn dann rauskommt, so ja, dafür bin ich bereit, dann los, dann machen Sie es. Und gehen Sie auch Abenteuer ein. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie sagen, nee, das will ich eigentlich nicht, ich bin nicht bereit dafür, auf meine große Wohnung zu verzichten oder auf mein großes Haus zu verzichten oder auf was es auch immer ist, dann haben Sie diese Entscheidung zumindest bewusst getroffen. Das heißt, bei den eher wichtigeren Entscheidungen oder etwas wichtigeren Entscheidungen, wie zum Beispiel, wie wollen Sie Ihr Leben äußerlich gestalten oder wo wollen Sie leben, ist es auch sehr sinnvoll, mal den Status quo zu hinterfragen und wirklich zu überlegen, okay, was würde ich denn eigentlich wollen, was wäre dafür die Konsequenz oder der Preis, den ich bezahlen müsste, und dann will ich es entweder machen oder ich will es eben nicht machen, aber dann brauche ich auch nicht. Dann sollte ich da innerlich aufhören, darüber zu jammern, so nach dem Motto, eigentlich würde ich ja gerne dieses und jenes machen. Ja, das würden Sie dann in dem Fall nämlich eigentlich nicht, weil Sie in Ihrer jetzigen Situation doch glücklicher sind. Und das kann sehr dazu helfen, dass man mit dem, was man hat, wirklich zufrieden und glücklich ist und dafür dankbar ist, was man hat. Okay, ich glaube, das war alles so zu dem Thema. Man könnte das Ganze zusammenfassen mit: Leben Sie möglichst innerlich selbstverantwortlich und wild und frei und entschieden und abenteuerlustig. Und möglicherweise, wenn es geht, machen Sie das auch im Außen, wenn das Ihr Ding ist, wenn das ist, was Sie wirklich wollen in Ihrem Leben. Und gleichzeitig gehen Sie es entspannt an. Gehen Sie diese ganzen Entscheidungen darüber, unwichtige Dinge, aber Dinge, die nicht so relevant sind, wie wir meistens glauben, in Ihrem Leben, gehen Sie das entspannt an, was da die Entscheidungen angeht. Denn das ist nicht das, was wirklich zählt, worauf es wirklich im Leben ankommt. Ja, damit lasse ich es diesmal bewenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.